Sehr geehrte Damen und Herren, ich fasse eine Aussage zu der großen Anfrage der Grünen vom 11. Mai zum Thema Biodiversität und unsere Meinung zum Insektenleitfaden in einer Rede zusammen, weil sie inhaltlich sehr viel gemeinsam haben. Meine Damen und Herren, die große Anfrage der Grünen ist zu einem Zeitpunkt gestellt worden, in dem die Arbeitsgruppen an dem vom Kreistag zu beschließenden Insektenleitfaden intensiv arbeiteten. Hätten sich die Kollegen von den Grünen die Mühe gemacht, die in den Antworten genannten Broschüren, Bücher und andere Literatur selbst zu lesen, hätten sie viele Fragen sich selbst beantworten können und der Kreisverwaltung viel Zeit gespart, die in einem noch besseren Insektenleitfaden eingeflossen wären. Der Kreistag hat im Februar den Beschluss gefasst, die Arbeitsgruppe zu bilden, die jetzt den Leitfaden vorgelegt hat. Man hätte also problemlos noch ein paar Wochen warten können und dann nur noch die Fragen zu stellen, die hier unbeantwortet geblieben sind. Meine Damen und Herren, zum Thema Biodiversität ist hier schon viel diskutiert und gefragt worden. Ich denke, wir sind uns einig, dass in der freien Feldflur in den Bereichen intensiv genutzte Agrarlandschaft, in der die Maisflächen über viele Hektar ohne irgendwelche blühenden Pflanzen bis an die nah an asphaltierten Feldwege reichen, das Problem deutlich sichtbar ist. Aber, und das geht aus den Antworten ja deutlich hervor, dieses Problem ist lange bekannt und es wird mit verschiedenen Mitteln angegangen. Wir sind optimistisch, dass diese Probleme, ähnlich wie bei unseren Flüssen in den 1970er Jahren, mit Hilfe diverser Programme gelöst werden können und werden. Als Hindernis stellt sich die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen und zunehmend vieler Waldflächen als Industriegebiet für sogenannte erneuerbare Energien dar. Maisflächen für die Faulgasanlagen bringen einen höheren Ertrag als ein Acker zum Brotgetreideanbau. Und allein durch die Pacht eines einzigen Windrades im Wald kann man getrost jede Forstwirtschaft ruhen lassen. Man muss es dann nur mit seinem Gewissen vereinbaren, dass man diese hohen Erträge auf Kosten einer vielfältigen Insektenwelt und seiner Mitmenschen erzielt. Der arbeitslose Hartz-IV-Empfänger und die Rentnerin bezahlen diesen Leuten ihre hohen Einnahmen. Meine Damen und Herren, oft wird eine gewichtige Ursache für den Insektentod vergessen: Windräder. Offenbar spielen diese gewaltigen Anlagen der Windindustrie bei der Vernichtung von Insekten eine bedeutend größere Rolle als bisher angenommen. Diese Industrieanlagen zerstören bereits weite Landschaften in Deutschland und dezimieren kräftig Insekten. Wissenschaftler versuchten nun, überschlägige Mengenberechnungen anzustellen und kamen auf eine potenziell gefährdete Insektenmasse von bis zu 24.000 Tonnen. Sie bezifferten die Verluste an Insekten, die durch die Rotoren fliegen, auf mindestens 1200 Tonnen pro Jahr. Das entspricht etwa 5 bis 6 Milliarden Insekten pro Tag während der warmen Saison. Meine Damen und Herren, das Thema Biodiversität im Wald wird in der großen Anfrage ebenfalls thematisiert. Wie oben schon angesprochen, wird dabei das Thema Windkraft wohlweislich ausgeklammert. Und ein ganz wesentlicher Punkt wird überhaupt nicht gefragt, vermutlich weil man bei den Grünen die Zusammenhänge nicht versteht. Deutschlandweit, also nicht nur hier in Waldeck-Frankenberg, gilt bei Fachleuten, also Waldbesitzern, Forstleuten, Wildbiologen, das wiederkäuende Schalenbild, landläufig auch als Rehe oder Hirsche betrachtet, als der entscheidende Faktor zum Thema Artenvielfalt. Das ist in vergangenen Jahrzehnten vielfach wissenschaftlich und in der Praxis nachgewiesen worden. In stark bejagten Waldflächen gelingt es, empfindliche Baumarten wie Eiche oder Weißtannen ohne zusätzlichen Schutz aufzuziehen. Wenn das gelingt, finden sich auf diesen Flächen auch viele krautige Pflanzen und Sträucher ein, die wiederum Nahrungs- und Wohnhabitat für Insekten und Vögel darstellen. Platt gesagt, der Jäger im Wald kann durch richtige, intensive Jagd für eine hohe Biodiversität sorgen oder eben für völlig ausgeräumte Wälder, in denen nur Fichten und Buchen wachsen. Meine Damen und Herren, Sie können meinen Ausführungen entnehmen, dass die AfD-Fraktion die große Anfrage für völlig überzogen hält und der Auffassung ist, dass sie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt gestellt wurde.
der von der Verwaltung, von hier aus einen herzlichen Dank an die involvierten Mitarbeiter, erstellte Leitfaden Insektenschutz stellt unserer Ansicht nach ein brauchbares Kompendium dar, mit dem die betroffenen Stellen sehr gut arbeiten können. Aus den Handlungsbereichen und Maßnahmen zum Schutz von Insekten der Bundesregierung wurden Schlussfolgerungen und Leitziele für unseren Landkreis entwickelt. Es gibt in dem gut gemachten Leitfaden nur einen Wermutstropfen, der dazu führen wird, dass wir uns jetzt enthalten werden. Zu keiner der vorgeschlagenen Maßnahmen gibt es eine Aussage darüber, was sie kostet. Solange nicht klar ist, welche Kosten da auf uns zukommen, können und wollen wir uns mit dem Leitfaden uns nicht zu etwas verpflichten, und deshalb können wir nicht zustimmen und werden uns enthalten. Dankeschön.